Freiwillig stramm stehen. Junge Rekruten beginnen ihren Dienst beim Wachbataillon. Wir. Ab. Eins und so. Und. Das Wachbataillon folgt dem Leitspruch Semper Talis. Stets gleich, stets vortrefflich. Wir begrüßen die Staatsgäste für den Bundespräsidenten, die Bundeskanzlerin und auch für den Bundesminister der Verteidigung. Insofern sind wir ein Aushängeschild für die Bundeswehr, wenn nicht gar sogar für die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Die Kleiderkammer in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Diese jungen Männer wollen zu den Vorzeigesoldaten der Bundeswehr gehören. So, das ist die Unterziehjacke, Futter, weil du unterziehst, je nach Bedarf. Sie treten deshalb ihren Dienst beim Wachbataillon an. In der Familie sind sehr viele zur Bundeswehr gegangen. Und ich wollte immer auch hin und das machen, was die machen. Also, mir wurde viel erzählt und ja, ich habe einen guten Eindruck bekommen. Jetzt bin ich endlich hier und darf meinen Traum leben. Die Uniform muss tipptopp und akkurat sitzen. Schick soll's aussehen. Ganz einfach schick. Arme nicht zu lang, Mantel nicht zu lang, nicht zu weit. Einfach nur schick. Und das tut's, ja? Ja, absolut. Gardemaß. Alle Rekruten haben sich freiwillig für den fordernden Dienst bei der Paradeeinheit gemeldet. Also mein Vater war früher auch als Pilot gewesen. Und dadurch, dass er auch mit der Armee was zu tun hatte, habe ich mich dazu entschlossen, auch sowas zu machen. Gut 20 Minuten dauert die Anprobe. Ich freue mich einfach, dass ich jetzt meine Klamotten bekommen habe und wirklich auch mit in den Team sein darf. Bei der medizinischen Untersuchung werden die Rekruten noch einmal gründlich durchgecheckt. Gerade der Kreislauf darf bei stundenlangem Stehen nicht schlapp machen. Und auch sonst ist der Einsatz beim Wachbataillon eine sportliche Höchstleistung, wenn auch für ganz spezielle militärische Fähigkeiten. Wer zum Wachbataillon gehören möchte, der muss eine nahezu makellose Physis und Optik haben. Bart, Brille oder Übergewicht sind tabu. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch der Bewegungsapparat, also die Wirbelsäule und die Gelenke. Weil die Protokollsoldaten sehr lange stehen müssen und das ja eine enorme Belastung ist für die Wirbelsäule und auch die Gelenke. Schön mit Pep den Kopf nach vorne schlagen und dann den linken Hacken wegsetzen und nichts anderes. Und sie steht zu weit von der Linie. Schauen Sie mal runter, vorletzter Mann. Noch in Alltagsklamotten beginnt die Ausbildung. Die Rekruten treten zum ersten Mal vor ihrer Stube an. Für viele ist das, was jetzt kommt, ungewohnt. Runter schauen, Fußstellung korrigiert. Nehmen Sie wieder die rechte Hand zur Hilfe, überprüfen Sie die vier Finger. Nochmal, Fußstellung korrigieren. Runter, ich habe eine Fuge nach der Regel wieder aus. Wenn Sie weiter so machen, sind Sie unbedingt an der Wand, Sie richtig vorkommen. Durch die Wehrpflicht an sich hatten wir auch Soldaten gehabt, die keine Lust hatten, hierher zu kommen, die nur die Entscheidung hatten, Zivil zur Bundeswehr. Aufgrund dessen, dass jetzt nur Freiwillige da sind, ist natürlich der Wille klar zu erkennen, auch dass sie sich sehr viel Mühe geben, Soldat zu werden. Einer steht über der Linie oder einen halben Meter dahinter. Die angehenden Protokollsoldaten bekommen einen Vorgeschmack auf die nächsten Wochen. Erster Zug, fertig! Nochmal zurück. Köpfe rechts. Immer und immer wieder werden Bewegungsabläufe wiederholt. Nur wenn die Befehle absolut einheitlich ausgeführt werden, ergibt das später im Protokolldienst ein militärisch perfektes Bild. Schon die kleinste Abweichung fällt auf, zerstört den Gesamteindruck. Die Menschenführung hat sich halt geändert, von dem früheren Zeitpunkt zu heute. Ja, heute probiert man den Männern das zu vermitteln, warum, weshalb, weswegen wir das machen, also was dahinter steckt. Und dieser Zacketon, der kommt in der Ausbildung, der muss auch weiter stattfinden in der Formaldienstausbildung. Bloß jetzt, wie gesagt, in der ersten Woche, wo sie halt noch die ersten Berührungen mit der Bundeswehr machen, ja, probieren den Ton noch recht normal zu halten, gediegen. In den kommenden Monaten wartet eine anstrengende und bisweilen knochenharte Ausbildung auf die jungen Soldaten. Jetzt geht es aber erstmal Richtung Kantine. Im Gleichschritt Marsch.